Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Twin Symbol 4, der Danish Spitters. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein erstes Szenario, also kein Fahrplan, sondern ein ganz normales Szenario. Und wie ihr seht, ist das das einzige Szenario, was es gibt. Also das kann ich euch gerne mal zeigen. Also wenn ihr auf den Steuerbahn geht und dann die Szenarien, dann ist das das Einzige, was sich Landung nennt. Und heute wird einfach nicht Ihr Tag sein. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Das klingt irgendwie komisch. Aber ja, sei es drum. Fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Und schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Landung. Hallo, Sie müssen diesen Zug nach Freilassing bringen, wo er wendet und nach Berchtesgaden fährt. Ah. Das heißt, wir werden heute beide Fahrzeuge in diesem Szenario fahren. Ihr Zug hat bereits 40 Minuten Verspätung, also sorgen wir dafür, dass er nicht noch später ankommt. Ui, das ist natürlich schon eine Menge. Aber ja, okay. Dann schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Der Zug steht schon bereit. Lassen Sie uns losfahren. Ja, dann müssen wir erstmal einsteigen hier. Öffnen. So. Dann müssen wir die Tür wieder schließen. Und zwar machen wir das an diesem Knopf hier. Ach komm. Ach, das ist echt nicht einfach. Muss ich doch mit der Maus machen. So. Müssen hier doch irgendwo die SIFA aktivieren, oder wie war das hier nochmal? Egal. Setzen wir uns jetzt hin. So. Setzen Sie den Richtungshebel ein. Das haben wir. Auf neutral. Stellen Sie die Bremsschlüssel auf ein. So. Senden Sie die Zugdaten. Das tun wir. Und zwar machen wir das in diesem Knopf. Türen verriegeln. Wir müssen aber auch hier die Zugsicherungssysteme. Die sind schon. Okay. Dann verriegeln wir die Türen. Die Zugsicherungssysteme müssen wir auf jeden Fall einstellen. So, normal. Die SIFA wird, glaube ich, hier irgendwie, genau da wird die SIFA aktiviert. Zack. Da ist soweit alles offen, ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit abfahrbereit. Warum schließt ihr die Türen wieder nicht? Das ist doch echt. Welcher IC ist das jetzt? Das ist der IC. Gar nichts. Da kann ich auch keine Zugdaten sehen. Aber die Türen verriegeln, das möchte ich gerne. Warum macht er das wieder nicht? Stellen Sie die Lokführerbremse auf Fahrend. Kommen Sie in Live. Okay, machen wir das.
Ich verstehe es wieder nicht. Warum ist die Siva nicht aktiviert? Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich verstehe das nicht. Jetzt ist er aktiviert. Aber die Zugsicherungssysteme sind wieder nicht aktiviert. Das ist doch echt. Ich verstehe es nicht, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Kann doch nicht richtig sein, dass die PCB nicht aktiviert wird. What? Eine Stunde warten? Habt ihr das auch gelesen hier? Eine Stunde warten? Ne, garantiert nicht. Also das wird heftig, wenn wir da wirklich eine Stunde warten müssen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Es wäre schon komisch, wenn wir da wirklich eine Stunde irgendwo warten müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, wir werden sehen, was passiert. So, gleich 110.
So, sollten wir mal schon mal anfangen zu bremsen. Also ich war schon fast in Bad Endorf. Da haben wir dann einiges zu tun. Schauen wir mal. War schon wieder eine Störung. Also das mit der Stunde warten, das halte ich für komisch. Guck mal, wie der da drin sitzt. Der guckt ja zur Seite statt nach vorne. Bin echt gespannt, wie das weitergeht hier. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Leistung aufschalten hier, sonst bleiben wir gleich stehen. So, da wären wir in Bad Endorf. Sehr schön.
Gucken, was jetzt passiert. Warten Sie einen Moment. Gut, tun wir das. Es sieht so aus, als wäre unser Glück bereits aufgebraucht. Die Fahrdienstleitung hat uns aufgegeben und lässt einen Güterzug an uns vorbeifahren. Ja, dann ist das wohl so. Für 6 Minuten warten. Halleluja, Marie. Kann man den jetzt schon sehen? Da kommt er. Da ist der Güterzug. Das dauert aber keine 6 Minuten. So, wir können aber währenddessen vielleicht noch mal kurz schauen, wie das hier mit der PZP funktioniert. Also das will mir irgendwie nicht in die Birne rein, dass ich das nicht hinkriegt, das muss irgendwie wirklich sein. Hier ist so ein Schaltschrank, das wusste ich natürlich nicht. Ah. Zugsammelmaschine. Ich suche ja eigentlich nur die PVBZB. Türsteuerung. Öffnen. Schlossen. Bugklappe. So, da ist der Güterzug. Aber ich suche die PZB. Wir können uns später um die Beschwerde gegen das Stellwerk kümmern. Lassen Sie uns weitermachen und auf mehr Glück hoffen. Ja, ich suche trotzdem noch die PZB. Offenbar hat der Lokführer des Güterzuges vorhin bei Kilometer 27,6 seine Tasche verloren. Wir wurden gebeten, hinter Prim langsam zu fahren, um nach der Tasche Ausschau zu halten. Auch das noch. Aber hier steht auch nichts vom PZB. Tja, dann weiß ich es auch nicht. Türsteuerung. Keine Ahnung. Machen wir weiter. Haben da noch Rot, oder wie habe ich das? Was ist denn hier jetzt überhaupt los? Ich weiß es nicht. Wir haben noch Rot.
Ja, jetzt dürfen wir. Wunderbar. Jetzt müssen wir auch noch eine Tasche raussuchen. Nee, ich fasse es nicht. So, nur 10. So, die haben mir gesagt, kurz hinter Prien am Chiemsee soll man langsam fahren, weil da irgendwo die Tasche ist. Etwa auf Höhe von 27, Kilometer 27,6. Da soll die sich irgendwo befinden. So. Bin ich ja echt mal gespannt, wie das weiterläuft hier.
130. Wobei wir können jetzt auch schon anfangen zu bremsen. Sollen ja eh langsam fahren gleich. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Offenbart der Lokführer des Güterzugs vor Ihnen bei Kilometer 27,6 seine Tasche verloren. Wir wurden gebeten, langsam zu fahren, um nach der Tasche Ausschau zu halten. Dann tun wir das. So, 1,9 Kilometer haben wir aber noch. So, da sollen wir jetzt drüber fahren oder? Wir brauchen eh nicht schneller fahren. Mehr als 110 dürfen wir gleich nicht mehr. Ah, anhalten, anhalten, anhalten. So, dann schauen wir mal, ob wir die Tasche da finden. Etwa bei 27,6. Also 27,6 ist hier, da muss die Tasche ja irgendwo hier sein. Die wird die aber nicht auf die Gleise verloren haben. Wo soll er die denn verloren haben?
Da ist sie doch. Schön, Sie haben sie gefunden. Allerdings verzögert sich unsere Ankunft um weitere 10 Minuten. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Schließen wollen wir sie. Oh, nicht noch mehr. In der Gegend wird an den Signalen gearbeitet, sodass Sie vor dem nächsten Weichenbereich vielleicht ein wenig warten müssen. Ach, warte. So, dann schauen wir uns mal an, wie die 101 losschiebt. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Das werden wir uns jetzt mal anschauen hier. So. Bin ich ja mal gespannt, wie das hier weitergeht. So, sollen da eine Baustelle gleich ankommen? Bereiten Sie sich auf das Helfen vor, bringen Sie das Signal an. Für eine Stunde warten, Trauen statt. Halleluja, Marie. Für eine Stunde warten, das ist doch, es schließt sich mir nicht ganz. Müssen wir eine Stunde warten, bis das Signal dann einsatzfähig ist, oder wie soll ich das verstehen? Ja, muss ja schon fast. Irgendwas ist da komisch.
Aber das mit der PCB, das ist wirklich so eine Sache, ich weiß nicht. Komme ich eben nicht mehr klar. So, dann sind wir gleich an der Baustelle. So, das können wir ja noch mitmachen und ich würde sagen, dann endet das Video, weil ich warte da keine Stunde. So, ein bisschen haben wir noch.
So, kann man da schon irgendwas erkennen? Also es hört sich irgendwie an, als wenn es tropft. Also Wasser tropft, wenn die bremst. Ist euch das auch schon aufgefallen? Boah, ne, nicht wegen 3 Meter, ey. Da ein Mitarbeiter fehlt, wurden Sie gebeten, schnell herunterzuklettern und ein Signal anzubringen. Wir sind bereits spät dran, also erledigen wir es einfach. Ich fasse es nicht, ey. So. Das ist ja wohl der Hammer höchstpersönlich, ey. Machen wir gleich mal ein Foto von. Bringen Sie das Signal an. Ja, und wie? Ja, du kannst runterlassen, Kollege. Gut gemacht. Allerdings sind wir jetzt so spät dran, dass Sie unseren Zug in Traunstein streichen. Lassen Sie uns hinfahren und den Tag hinter uns bringen. Ja, das werden wir jetzt tun. Mach's gut, Kollege. So, ich meine, als Lokführer nicht alles erlebt.
Was war jetzt mit der Stunde warten? Okay, haben wir anscheinend hinter uns gebracht. Das war eine schnelle Stunde. Wenn es beim Arbeiten genauso gehen würde, die Stunden so schnell vorbei, wäre ich echt, das wäre echt nice. Also, das war die schnellste Stunde meines Lebens, muss ich wirklich sagen. So, 100. Und dann gleich 90. Irgendwie ein cooles Szenario. Finde ich gut, solche Szenarien, dass man auch mal außerhalb des Zuges etwas machen muss. Das mit dem Signal anbringen. Ich glaube, das ist eher selten, dass ein Lokführer das machen muss. Also, dass du auf freier Strecke anhalten musst, aussteigen musst und dann da helfen musst, ein Signal anzubringen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ansonsten ist das wirklich ein sehr schönes Szenario, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, es entbehrt jeden Realismus. Es entbehrt jeder Realität. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass sowas wirklich vorkommt. Ihr könnt mich allerdings gerne eines Besseren belehren, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Entschuldigung. Aber das mit der PCB, das ist auch wirklich wie noch ein Rätsel. So, dann nähern wir uns jetzt unserer Endstation Traunstein, wo wir dieses ungewöhnliche Szenario dann auch abschließen. Landung nennt sich das. Auch ein komischer Name, finde ich.
sondern mit 60 zu erwarten, 40 zu erwarten. So, wie wenn komplett rausgenommen anscheinend. So, das war's mit dem Szenario Landung. Haben Sie Silber erhalten, das mag hier und da an der Unpünktlichkeit und naja, sowas alles liegen. Sicherheitssysteme verwendet? Null. Ja, wir auch, wenn wir die nicht aktiviert bekommen. Das war's auf jeden Fall mit dem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Denkt an den Livestream 15:45 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenne spielt das Wort rein. Ciao, Servus und Tschüss.